Weiter geht's hier bei Pac-Man World Repack. 4-2 Episode Kanonenfeuer. Und wie ich schon gesehen habe, gibt's ja wieder mal einen Schlüssel. Und die sammle ich ja, wie ihr wisst. Allgemein sammle ich hier eigentlich so ziemlich alles, was man sammeln kann. Und von daher... Da verschießt du irgendein Gift. Zumindest sieht das so aus wie Gift. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Wir wollen natürlich nicht reintreten. Und die Musik ist lustig, finde ich. Der hat irgendwas. So ein Karneval-Feeling oder so. Oder allgemein so ein Zirkus-Feeling. Aber ich weiß jetzt nicht, wo ich lang muss. Ich weiß, wo lang. Hier runter. Aber nicht da runter. Hier runter, meine ich. Genau. Und dann hier hoch. Und perfekt. Checkpoint. Okay, aufpassen. Wow. Denkt sich Pac-Man wieder. Okay, jetzt haben wir das hier schon wieder. Das kennen wir ja bereits. Easy. Peasy. Okay. Ich musste warten. Aber das haben wir noch hinbekommen. Wir sind noch rechtzeitig zum Bus gekommen, Freunde. Lass mich raten. Hier ist eine Banana. Ja, ich kann halt hell sehen, Freunde. Ich kann einfach hell sehen. Da! Ich habe voll vergessen, dass ich diesen Sound mache. Das war lustig. Oh. Das ist ja die Metallpille. Wir müssen uns beeilen. Warum haben wir die? Ich weiß es nicht. Wir müssen aber ganz schnell herausfinden, bevor sie zu Ende ist. Was? Okay, ich kann sie nochmal benutzen, aber wofür brauche ich die denn? Hä? Warte mal. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas verpasst. Oder braucht man die einfach nur, damit man hier einfacher durchkommt, weil das hier so eine schwierige Passage ist. Wegen den ganzen Giftgasen, die sie hier versprühen. Ich glaube, das ist nur deswegen hier. Boah! Boah, damit kann man ja überhaupt nicht springen. Da muss ich aufpassen. Kann man wirklich nicht drüber springen. Oh. Die habe ich nicht gesehen. Die habe ich nicht gesehen und auch nicht gehört. Und die treffen mich hier trotzdem. Oh Gott, okay. Ist nicht ganz so einfach, das Level. Ich würde gerne was sehen können. Und da bin ich durch. Wacka, 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 wacka. Dankeschön. Wow. Okay, Checkpoint. Achso, ich dachte, das ist der Fett noch irgendwie, aber... Nee, ist unten was. Ich springe jetzt nicht in den Tod. Nicht schon wieder. Das muss nicht sein. Ah. Die Vergiftung muss ja auch nicht sein, Freunde. Hört auf mich anzuspucken. Das gefällt mir nicht. I don't appreciate it. Ah, da kann man jetzt hoch. Na, wenn das so ist. Nein! Das war extra. Ich wollte eine Shortcut machen. Ich wollte eine Abkürzung erstellen. Damit ich schneller an dieser Plattform bin. Natürlich wollte ich das. Das wisst ihr doch alle. Yeah. 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 Ach, bin schon oben. Schon wieder so ein Gedöns. Wir kommen noch nicht durch. Oh oh, ist tricky hier oder warum dieses große Warnschild? Ich habe Angst. Oder tun die mir weh? Ah, ja, die tun mir weh. Sind sehr warm, sehr heiß. Ah, einfach drüber. Ah, ich bin fast tot. Aber immerhin habe ich das C. C wie die coole Kühle hätte ich jetzt gerne, weil das nicht so warm ist. Oder so. Ich sehe nichts. Okay. Kamera ist manchmal ein bisschen weird, aber. Gehen wir schon hin? Achso, wir müssen nach ganz oben. Oh, aufpassen. Oh, das kennen wir. Das sind wir ja gewohnt, dass ich in sowas zu früh reinlaufe, aber diesmal nicht. Nö. Diesmal nicht. Okay. Ziemlich cool bisher. Ziemlich cool. Ja, warte, warte. Okay. Bum, 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 bum. Das M. Hä? Ist das nicht der exakt gleiche Ort wie am Anfang des Levels? Sieht zumindest so aus. Da kriegt man ja ein Déjà-vu. Naja, nicht so wirklich.
Nein, die Münze! Oh nein! Ja, also manche Collector-Fans hätten das jetzt so gemacht, dass da irgendein richtig wichtiges Item ist, das kriegst du jetzt nicht mehr. Yoshi! Ja, bei manchen Plattformen ist es leider so. Und ich muss sagen, ich finde das hier voll cool, wie das hier aussieht mit den ganzen Karten. Aber warum jumpt das so rum, die Kamera? Die jumpt gerade irgendwie voll rum. Mach ich lieber so. Sehe ich sowieso viel mehr. Was hier so abgeht, was hier so geschieht. Ah, da oben muss ich lang. Weil da die Geister herkommen. Oh nein! Schnell! Yes! Wakawa, 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 wakawa. Den nehmen wir noch mit. Und das war dann so ziemlich dieses Maze. Dieses Billy Maze. Oh oh. Nein! Ups. Okay. Ach, die gehen auf und zu. Das ist eigentlich voll cool, wenn die auf und zu gehen immer wieder. Hat man leider nicht wirklich was viel von gesehen. Ich finde allgemein diese Irrgarten-Level sind so kurz. Oder bin das nur ich? Ich finde die ziemlich kurz. Dum dum bum bum bum. Bum 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 bum. Oh mein Gott! Die können wir nur besiegen, wenn wir selber metallig sind. Ja, okay. Lohnt sich aber nicht. Hallo, ich hab gesagt, lohnt sich nicht! Lassen wir es einfach. Nein! Ah! Ich will einfach nur hier hoch! Okay. Ah! Ah! Was passiert hier? Oh Gott. Achso, ich muss hier lang rennen. Boing, boing, bam. Meh. It is meh. Zählt aber noch das N. Und das finden wir wahrscheinlich hier. Aua. Nee, ist nur ein Leben. Ja, toll. Das habe ich sowieso gerade verschenkt. Ja, ganz toll. Ganz, ganz große Soße. Okay. Oh, ich muss nachschauen. Als ob hier überall nur Leben ist. Was war? Der hat mich gerade einfach zurückgeschleudert, habt ihr das gesehen? Der hat mich extra zurückgepackt. Ich war eigentlich perfekt da drauf. Alles klar, Spiel. Alles klar, Spiel. Hab ich jetzt auch verstanden. Okay. Eine Banane. Auf die. Ja. Oh Gott, ich hasse solche Bereiche in Pac-Man-Leveln. Das wisst ihr. Bitte kill mich nicht, danke. Ich hasse solche Aufzüge, Fahrstühle, was auch immer. Okay, es war alles nur für die Coin. Nein! Ach, ach, come on! Spiel! Das Level ist vor allem nicht mal so schwer. Also, finde ich. Das Platforming ist nur einfach schwierig. Meiner Meinung nach. Es ist halt wirklich nur das Platforming gerade. Okay, komm. Was haben sie jetzt zu bieten? Okay. Einfach durchrennen. Waka wa? Waka waka? Da oben? Was hat der Waka waka da oben? Hier oben hat er eine Kiste, die er gerne öffnen würde. Achso, das ist nur das schon wieder. Aber das hätte ich gerne. Ein Apfel schön verpackt in der Schleife. Zumindest sieht es für mich immer so aus. Ich weiß nicht, ob es das ist, aber wahrscheinlich ja nicht. Oh, dafür war das gedacht, okay. Naja, ist auch egal. Jetzt können wir wieder höher springen. Und da haben wir den Schlüssel. Und das ist das N. Aua. Das N hätte ich auch noch gerne. Skip, haha. Deshalb holen wir uns auch schnell das N und können dann das Level beenden gehen. Yeah. So, no hit. No hit! Speedrunner-Taktik. Keine Ahnung. Das war aber schon nicht schlecht.
Nein! Da muss man aufpassen, dass man im genau richtigen Moment abspringt und nicht so wie ich macht. Einfach abspringen, wann man will. Deshalb machen wir den Naruto Run, bis es passt. Checkpoint. Und erneut. Da scheint wohl das Ende zu sein. Was zum... Pac-Man driftet einfach. Als wäre er so ein Auto. So ein Mario Kart Auto. Einfach am Driften. Stopp. Okay. Das ist nicht einfach. Allgemein, das, nur das Platforming finde ich hier schwierig in dem Level. Die Gegner und alles, Hindernisse finde ich schwer. Aber egal. Das war dieses Level. Und die Bonus-Stage? Ah, die kennen wir schon. Die kennen wir schon, du. Aber die geht so schnell. Ich meine, schaut euch das an. Das ist einer der... Das ist sogar bisher das kürzeste Bonus-Level. Und natürlich versau ich's. Ja, das war's schon. Das war's. Das war nicht mal eine Minute, war nicht mal eine halbe Minute, oder? War so 20 Sekunden ungefähr. Hoffentlich sind es auch nur 20 Sekunden hier in dieser Maschine. Weil eine Coin habe ich irgendwie verpasst. Oh Gott, ich habe trotzdem 5. One-Up-Fieber. Okay, ich weiß nicht warum. Aber anscheinend ist es nicht schon wieder rigged. Aber im positiven Sinne. Denn es ist höchstwahrscheinlich, dass ich ja 3 hintereinander treffe. Trotzdem gebe ich mir keine Mühe und tue es auch nicht. Mir egal. Okay, das hat sich gerade wie eine Hexe angehört. Ist aber auch egal. Wir werden heute auf jeden Fall die Zirkuswelt fertig machen. Das war mein Ziel für heute. 4-3. Durchgedreht. Und hier können wir jemanden retten. Boah, ich hoffe, ich werde nicht durchgedreht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Oh, da fallen wir aber runter. Oh, Deck von Anfang an Waka Waka. Das haben wir aber nicht in jedem Level, ne? Hier dieses Munch Munch Waka Waka. Das haben wir nicht in jedem Level. Im letzten Level hat zum Beispiel auch gefehlt. Ich meine, im vorletzten hat es auch gefehlt, also von daher. Ich weiß nicht, was da los ist. Schon ein bisschen traurig. So, und für die Leute, die es brauchen, nachdem sie das hier gemacht haben, können sie sich hier einen One-Up holen. Ich habe es mal geholt, um es gezeigt zu haben. Und es dann wieder verschwendet zu haben. Och nein, ich dachte, ich hätte eine Abkürzung damit gemacht. Och man, nur weil ich so ungeduldig bin und einfach nur schnell weitermachen will. Ah, egal. Hat sich überhaupt nicht gelohnt. Egal. Ich hätte flattern sollen. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich flattern kann. Und warum war da kein Checkpoint? Was soll das Spiel? Wo muss ich denn springen? Wo ist die Hitbox? Gruselig das Ganze hier. Ich weiß wirklich nicht, wo die Hitbox ist. Nein, ich möchte nicht im einfachen Modus spielen. Ich habe wieder vergessen, dass ich Y drücken kann. Ich sag's vor allem, ne? Und dann... Also... Langsam wird's witzlos. Boah, die Abkürzung gerade. Ah, was zum... Okay. Kann ich hier stehen? Ich kann hier stehen. Nein! Nein! Also das war alles nur für ein One-Up? Und das... Boah, und der spawnt auch wieder neu, der Ballon. Das wusste ich gar nicht. Das ist alles nur für ein One-Up. Und ich habe dafür 5 One-Ups oder so gegeben. Ich dachte, das wäre wichtig. Nö. Okay, sorry Leute, dass ich euch da eure Zeit verschwendet habe. Vielleicht schneide ich es auch raus, wenn ich dran denke. Ja, ich denke natürlich immer dran rauszuschneiden. Ihr macht gar nichts? Das finde ich gut. Oh, die machen erst jetzt was, oder? Ich hab's mir schon gedacht. Oh mein Gott, war das knapp.
Okay, spring! Wacka, wacka! Okay. Wir haben immer noch keine Kirsche. Ich weiß nicht, wo wir die herbekommen. Aber die kriegen wir jetzt bestimmt hier noch, oder? Hier oben. Wow! Was dreht sich alles? Ich will nur die Kirsche. Danke. Ich muss sagen, das letzte Level hat mir auf jeden Fall mehr gefallen als das hier. Komm schon, aktivier schnell! Okay, perfekt. Nom. Okay, also die Welt ist auf jeden Fall viel schwieriger als die anderen Welten davor. Also ab hier wird das Spiel auf jeden Fall schwieriger. Ich glaube, das hat jetzt auch jeder gemerkt. Mann. Okay, hier kann ich stehen. Hier ist ein Checkpoint. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Scheint aber nicht so, als hätte ich irgendwas verpasst. Von daher... ist alles ge... Ich wollte sagen, ist alles gut. Und dann falle ich wieder ins Nichts. Nice. Bam. Ein Pfirsich. Den können wir direkt verbrauchen. Für Waka Waka Action. Oh. Ja, das 10 nehme ich mal mit, ne? Wenn es schon hier ist. Okay, Hitboxen. Ich kann halt den Schatten nicht erkennen. Das ist das Problem. Weil der Schatten ist ja sehr komisch in dem Spiel. Der hilft nicht wirklich, um zu erfahren, wo du gerade stehst und wo du stehen kannst. Das machen eigentlich sehr viele Spiele richtig. Dieses leider nicht. Zumindest nicht so, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Okay. Sieht aber ganz nett aus hier. Ist alles nett gemacht. Auch wie diese Hüte tragen und so. Ist alles nett gemacht. Ich kann da nicht stehen. Ich muss da runter? Hä? Das sah so aus, als könnte man stehen. Scheinbar nicht. Uff. Okay. Ja, wo komme ich denn dann da hoch? Achso, das ist eine Plattform. Auf die muss ich drauf. Jetzt sehe ich es auch erst. Aber das sieht doch wirklich so aus, als könnte man da unten stehen, oder? Oder bin das jetzt nur ich gerade gewesen? Naja, egal, wie auch immer. Wir wissen, was es hier so Schönes gibt. Oh, ich sehe ganz genau, was das hier ist. Das ist von Anfang des Levels. Letzten Mal haben wir das gar nicht bekommen, jetzt kriegen wir es hier schon zweimal. Vielleicht auch gleich schon dreimal. Das war's schon? Okay. Das scheint es wohl schon gewesen zu sein. Okay. Ich würde gerne wieder perfekt landen. Boing. Oh mein Gott, das ist der Gummibär. Der sieht so ein bisschen so aus. Ist auch egal. Ah! Boah, wie er mich auslacht, wenn er mich trifft. Ha! Wart's ab. Ich lache nämlich auch manchmal, wenn ich dich töte. Jetzt gerade zum Beispiel habe ich gelacht. Was geht denn hier ab? Okay, wahrscheinlich geht's hier oben weiter, oder? Da unten. Ah, da war noch was. Warte. Wicke, wicke, wicke. Ja, hier ist noch was. Was ist denn hier? Ein Hammer. Oder so. Ja doch, ist ein Hammer. Ich komme aber nicht hoch. Das geht nicht. Das schubst sich immer weg. Da ist keine Collision drauf. Oder? Ne, seht ihr das? Ich werde immer weggeschubst. Vielleicht muss man es von oben machen. Ja, okay. Vielleicht muss man es von oben machen. Versuchen wir es mal von oben. Ich hoffe, ich habe bisher nichts verpasst. Ansonsten werde ich es gleich merken. Ach so. Ach so. Aha. Können wir gleich einen Maze machen. Waka, 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 waka. Waka, waka, waka. Machen wir erstmal das Maze und dann gucken wir weiter, wie es weitergeht. Weil ich weiß es gerade wirklich nicht. So. Waka, 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 waka. Was sind da hinten? Was machen die denn da hinten Feines? Okay. Wo ich mir schnell das andere da oben. Nom. Nom. Da kann ich jetzt durch? Okay, sah ein bisschen komisch aus, wie so Pac-Man so ein bisschen zur Seite geschoben wurde. Obwohl das ja so grid-based ist. Yes!
Aber okay. So. Und das war's. Das war nicht schwer. Aber auch nicht zu einfach. Es war in Ordnung, würde ich mal so behaupten, Freunde. So, und wo geht's weiter? Hier oben? Warte mal. Waka, waka, waka. Okay. Warte, da hinten war noch bestimmt was, oder? Warte, das zeigt hier hin? Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es hier weitergeht oder nicht. Nee, ich glaube nicht. Nee, ich glaube, das ist nur ein Rückweg. Warum auch immer man einen Rückweg brauchen würde hier. Warum sollte man zurück wollen? Auf jeden Fall geht's hier bestimmt weiter, oder? Okay, der macht in die Richtung. Entschuldigt, falls ihr übrigens irgendwas im Hintergrund hören solltet. Ich meine jetzt nicht hier die Kanonen. Die sind schon durchgedreht genug. Ich möchte jetzt auch nicht durchgedreht werden. Ich bin schon durchgedreht. Oh Gott. Hier ist nichts. Boing. Boah. Die Geister machen es aber echt nicht einfach, ne? Die machen es mir echt nicht einfach und dafür müssen sie bezahlen. Nom nom. Warte mal, was? Da hinten geht's ja voll ab. Ah, danke. Nom nom nom. Ich wollte schon fragen, wie komme ich denn da hin? Aber der führt mich direkt dorthin. Danke, Spiel. Das hätte ich auch nicht selber ausgefunden oder so. Doch, hätte ich. Das war nur ein Witz. Okay, keine Ahnung, was hier ist. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst, weil wir haben schon länger keinen Buchstaben bekommen. Meine ich. Was ist das hier? Banane. Haben wir die Banane schon? Nee. Das ist aber das M. Von daher habe ich bisher noch nichts verpasst. Und hier ist es. Das Bananen. Was soll ich sagen? Die Banane für das M. Ich würde so, ich würde eigentlich sagen, das M. Aber das M ist ja hier. Ist auch egal. Aua. Ich nerve Pac-Man so sehr, dass er sich schon verbrennen möchte. Nicht so gut. Machen wir lieber weiter. Wow. Ist noch was? Nee. Ich dachte, da kommt noch was. Okay, ich weiß nicht, wo lang. Ich habe ein bisschen Angst. Da hinten brauche ich eine Orange, die habe ich aber noch nicht. Das ist keine gute Idee. Ich weiß nicht, warum ich das gedrückt habe. Das war eigentlich überhaupt keine gute Idee. Warte, ist da oben was? Nee, 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 nee! Verdammt, ich gehe noch Game Over. Mir gehen noch meine ganzen Leben aus, bevor ich zum Endboss komme. Ich weiß übrigens nicht, was dann passiert. Ich glaube, da muss man einfach nur das ganze Level, was man gerade macht, neu machen. Und ich habe euch ja schon gesagt, dass ich finde, dass One-Ups so allgemein so ein Lebenssystem, dass wenn du stirbst, dass du dann ein Leben verlierst und weitermachen darfst. Ich finde, Lebenssystem ist einfach wirklich outdated. Das habe ich ja schon öfter gesagt. Und da bin ich nicht allein in der Meinung. Fand ich jetzt also etwas unnötig, dass wir es zurückgebracht haben, aber ist jetzt nicht so schlimm. Und ich habe definitiv was verpasst und ich steppe die ganze Zeit. Mann! Was, warum war hier ein Checkpoint? Nein! Ich muss hier hinten noch was sammeln. Irgendwo war hier noch was, was ich auf jeden Fall verpasst habe. Oder habe ich das schon? Warte mal. Okay. Ach, ich hab das schon. Oh. Ich sollte vielleicht mal aufpassen, was ich hier so einsammle. Guck mal, ich sehe es sogar, wenn ich Pause drücke. Wieso gucke ich einfach nicht nach? Damit verspreche ich nur Zeit. Oh Mann, jetzt können wir in dieser Folge nicht mehr den Boss machen. Ja, sorry, Freunde. Den Boss machen wir anscheinend erst in der nächsten Folge. Aber wir werden auf jeden Fall noch jemanden retten. Oh, so ein lauter Sound. Wir werden auf jeden Fall noch jemanden retten. Und dieser jemand, den ich meine, die befindet sich hier in der Nähe. Ich glaube ganz oben. Ja, da komme ich nicht nach oben, wenn die Plattform nicht erscheint. Und es überall brandheiß ist. Oh mein Gott, Clickbait-Titel. 1000 Grad heißer Pac-Man in Zirkuswelt.
Mit so einem großen roten Messer. Komm, der lacht schon, der denkt sich, oh mein Gott, Mike, das war voll lustig, der Joke. Ja, ja, ich weiß, Leute. Ich weiß, Leute. War richtig lustig. Müsst ihr mir nicht sagen. Dun, dun, dun. Hä? Wieso bin ich jetzt wieder runtergefallen? Warum? Wo ist da der Sinn? Dun, 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 dun. Okay, ja, falle ich. Slippers, leide ich. Nicht schön. Okay, gut getroffen. Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Ich hab's nicht gesehen. Nein! Oh Mann! Boah, das ist wirklich super nervig, dass man die ganze Zeit hier runterfällt. Und wir den ganzen Fahrstuhl abwarten muss, bis er wieder hoch und runter kommt. Und nee, das ist doch nervig. Hallo? Klar, und jetzt geht auch noch down. Wir sehen uns oben wieder. Okay. Bank, 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 bank. Da ist sie auch schon. Die wir befreien. Pack, Schwester. Juhu, da hat mich gerettet, Papa. Ich warte draußen. Was ruft dich auf, Papa? Okay, kleines Töchterlein. Ich weiß gar nicht, ob sie damals schon genauso aussah wie jetzt hier. Weil ich werde dazu noch kommen, wenn es dann soweit ist, aber es gab auf jeden Fall ein paar Redesigns hier in diesem Spiel im Vergleich zu damals. Und ich möchte auf jeden Fall darauf eingehen, wenn wir dann dazu zu einem bestimmten Charakter kommen, den wir schon gesehen haben, aber noch nicht gerettet haben. Also, ja, kann sein, dass sie schon damals so aussah. Die Pack-Schwester. Paxis. Hört sich komisch an, egal. Auch irgendwie lustig. Jetzt nicht so viele Münzen. Doch, ich habe immer 5 Münzen. Und ich hab's geschafft! 3 Kirsche! Ja, jetzt brauche ich mal ein paar One-Ups, komm. Vorhin habe ich einen Frick drauf gegeben und jetzt hätte ich schon ein paar. Gerne. Ich glaub schon. Es geht aber gar nichts. Doch. 3-mal Kirsche, 3-mal Orange. Immerhin. Immerhin. Okay. Dann werden wir beim nächsten Mal das Clown Prix machen. Hört sich irgendwie ein Rennen. Da seid auf jeden Fall gespannt. Und oh, sie sitzt hier einfach auf der Bank. Da bin ich, mein Papa. Allzeit bereit zur Rettung. Retten wie die anderen. Alles klar, Paxis. Das werden wir dann in der nächsten Folge weiterhin tun.